Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von Coffinist.de und heute ist das ziemlich heiß draußen. Ich glaube irgendwie so 37 Grad schon, oder? Mindestens. Also ordentlich heiß und deswegen machen wir einfach mal nur kalten Kaffee heute. Und dafür habe ich vorbereitet einen Cold Brew Coffee, so einen ganz klassischen, den man hier mit so einem Filter macht. Und wir machen hier mit der Jura Z10, wo ja irgendwie auch gesagt wird, der kann Cold Brew machen, kann auf jeden Fall kalten Espresso extrahieren. Und die das machen wir. Funktion. Ja, und das machen wir mal beides und vergleichen das mal. Und bevor wir jetzt weitermachen, muss ich noch ein paar Eiswürfel holen. Mhm. Ich habe hier in den Wassertank auch schon ganz viele Eiswürfel gekippt. Also der ist eiskalt. Und wir haben das Gerät jetzt von innen auch schon ein bisschen abgekühlt, weil das war so ein Tipp in unserer Vollautomatengruppe, dass man das mal machen soll, damit die Getränke dann noch kälter werden, weil die immer mit Raumtemperatur dann gemacht werden, beziehungsweise mit der Wassertemperatur, die hier drin ist. Und es war echt ganz spannend beim Einstellen, weil je kälter jetzt das Wasser wurde und je mehr das durchgespült war, das kalte Wasser, desto kälter wurden dann auch die Getränke. Wobei wir jetzt auch eher so bei Zimmertemperatur angekommen sind. Ja, also gutes kaltes Wasserhahnwasser, würde ich sagen. Genau. So. Aber wir fangen einfach mal mit dem Video an. Ich hole noch kurz Eiswürfel und euch erstmal viel Spaß bei dem Video. Bis gleich. Als ich gerade die Eiswürfel geholt habe, habe ich noch mal gefunden, dass wir noch Speise essen im Kühlschrank haben. Wie kann das denn noch im Kühlschrank bleiben? Vielleicht esse ich das nachher mal einfach auf. Mal gucken. Wir haben ja auch schon mal mit diesem Ben & Jerry's Eis den Kaffee hier zubereitet, beziehungsweise einen Nachttisch selber gemacht. Das könnt ihr euch im Jura-Video nochmal angucken. Das verlinke ich euch hier drunter von der Z10. Das war super lecker. Also ich glaube, das war so bisher das leckerste und wahrscheinlich auch das verbotenste von den Kalorien hier, was wir hier bisher im Kanal gemacht haben. Das muss auf jeden Fall nicht immer sein. Du kannst mal das Glas auch nachstellen. Ja, mache ich. Die Eiswürfel sind ja jetzt nicht mehr so schön, aber andere hatte ich gerade nicht. So, und jetzt mache ich den Kaffee. Ich habe hier die App benutzt. Ich habe den Kaffee auf kalt eingestellt. Ich mache 100 Milliliter. Ich habe die Kaffeestärke auf 8 von 10 gestellt. Das ist schon ordentlich Wumms. Genau, und ihr werdet gleich sehen, dass der relativ langsam durchläuft. Hier den Cold Brew, den habe ich gestern vorbereitet. Der hat 24 Stunden gezogen. Ich habe da 100 Gramm Kaffeepulver auf 1 Liter Wasser gemacht, also ziemlich viel. Das ist ein ganz schönes Konzentrat. Und deswegen ist das jetzt auch sinnvoll, das mit Eiswürfeln zu mischen. Das habe ich bei Raumtemperatur ziehen lassen, denn je wärmer das insgesamt ist, während man es ziehen lässt, desto mehr Koffein wird extrahiert. Und ich will ja immer, dass das möglichst heftig ist. Ich werde euch hier drunter auch nochmal unsere Koffeinstudie verlinken, wo wir ganz viele Labortests mit unterschiedlich zubereiteten Kaffees gemacht haben. Und da war der Cold Brew ja einer von den Kaffees mit am meisten Koffein, also der richtig durchknallt. Ja, und generell haben wir ja auch noch wahrscheinlich diverse Videos zum Thema Cold Brew im Kanal. Also wenn ihr nochmal speziell wissen wollt, weil wir jetzt genau und Mahlgrad und Pipapo, also da könnt ihr euch auch nochmal informieren dann zum Thema Cold Brew. Kennst du Herrn Pipapo? Nein. Herr Pipapo ist, glaube ich, der irgendwie aus Jim Knopf und der Lokomotivführer. Ah, okay. Da gibt es einen Herr Pipapo, das ist ein Beamter irgendwo. Das wusste ich auch noch nicht. Daher kommt es wahrscheinlich. Vielleicht. Oder vielleicht hat er einfach nur den... Wahrscheinlich hat Michael Ende sich das irgendwie genommen schon und inspiriert. So, er tuckert den Kaffee da ganz gut durch. Genau, der läuft ein bisschen langsamer durch. Und das ist so, das, was ich gesagt habe, mit hier ist viel Koffein drin, das zählt jetzt für den aus dem Vollautomaten nicht, weil generell hat Kaffee aus dem Vollautomaten ein bisschen weniger Koffein. Und dann ist dieser Cold Brew Bonus, dass halt viel Koffein extrahiert wird durch eine lange Kontaktzeit. Das habt ihr hier nicht, weil hier gibt es jetzt nur eine relativ kurze Kontaktzeit. Und ein anderer Faktor, der Koffein extrahiert, ist halt Temperatur. Und jetzt ist es auch noch kalt. Das heißt, das wird halt ein sehr koffeinarmer Kaffee werden. Und das hier ist ein sehr koffeinreicher Kaffee. Das heißt, wenn es euch nur ums Wachwerden geht, dann solltet ihr auf jeden Fall den Cold Brew so klassisch in so einer 20-Euro-Kanne machen und nicht im 2.700-Euro-Automaten. Aber nur darum geht es ja auch nicht. Also sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aus. Beide sehen gut aus. Man sieht aber einen großen Unterschied. Der sieht jetzt halt eher so ein bisschen cremig-sahnig aus und der sieht so ein bisschen klarer aus. Wobei Cold Brew halt auch kein sehr klares Getränk ist. Das wäre dann eher so bei Cold Drip, wo man das so durchtropfen lässt. Dazu gibt es auch nochmal ein Vergleichsvideo hier im Kanal, könnt ihr euch da angucken. Ja, ich fange jetzt einfach mal mit dem an, glaube ich. Fangen wir mit dem an. Und das schmeckt lecker.
nicht so fruchtig, wie man sich einen Cold Brew sonst vorstellt. Ich mache den normalerweise halt auch mit relativ hell gerösteten Kaffee. Jetzt habe ich hier mal unseren Vollautomaten-Kaffee für beide Sorten benutzt. Und das funktioniert auf jeden Fall in dem Jura schon mal ziemlich gut. Das schmeckt halt irgendwie so ein bisschen sahnig. Mhm. Ein bisschen sahniger auch, als man erwarten würde. Also fast als hätte ich schon so ein bisschen Eis da reingeschmuggelt. Es sieht auf jeden Fall auch schon sahnig aus, wahrscheinlich durch die Creme einfach. Aber und jetzt probiere ich nochmal den richtigen Cold Brew. Also ja, toll. Also richtig tolles Sommergetränk, auch wenn es man es ja offiziell nicht Cold Brew nennen darf. Das habe ich verboten. Aber einfach ein sehr, sehr erfrischendes, kaltes Kaffeegetränk auf jeden Fall. Mit den Eiswürfeln passt es wunderbar. Jetzt schmeckt es mir auch noch mal ein bisschen besser als jetzt ohne Eiswürfel sozusagen mit kühlem Wasser. Ging aber auch wir gut. Wir machen aber gleich nochmal einen Espresso. Ja, aber jetzt mit den Eiswürfeln ist es echt, echt top. Hier, probier mal, der Unterschied ist echt krass. Das ist faszinierend. Also es riecht auch schon ganz anders. Die Nase ist schon ganz anderer Geruch. Ist auch ein komplett anderes Getränk. Ja, viel fruchtiger auf jeden Fall. Und ich will nicht sagen leichter, aber auf jeden Fall die Frucht kommt einfach stärker raus und schmeckt mir beides super gut. Aber wie du schon sagst, es sind einfach Äpfel und Birnen. Ja, es passt so ein bisschen so, wie wenn man jetzt ein Rotwein mit einem Weißwein vergleichen würde oder so. Also wirklich ganz, ganz anders. Und hier habt ihr wirklich ein bisschen schwereres, bisschen sahnigeres Getränk. Das ist ein bisschen mehr, man denkt so ein bisschen mehr an Nachtisch einfach, finde ich. Und hier habt ihr so ein Getränk, da denkt ihr so ein bisschen mehr an Sommerfrucht, Zitrone. Ja. Und das halt, obwohl das wirklich kein fruchtiger Kaffee ist. Und das ist irgendwie schon super spannend. Ganz unterschiedliche Getränke. Mir schmecken beide gut. Vielleicht kannst du noch mal eine Espresso-Tasse drunter stellen. Ja. So, jetzt ist es immer ein bisschen schwierig, das abzupassen, dass es auch nicht daneben läuft. Ja, also die App, die App könnt ihr euch, wenn ihr die euch angucken wollt, von dem Automaten nochmal in dem Z10-Testvideo angucken. Darum geht es jetzt nicht. Haben wir ausführlich drüber gesprochen. Für mich einfach praktischer, jetzt die so zu benutzen. Da drücke ich immer wieder auf Play. Und das ist jetzt ein Espresso mit 45 Millilitern und auch kalt zubereitet. Und wir haben das Wasser hier in dem Tank wirklich komplett geeist und das ist jetzt fast komplett aufgetaut. Also es müsste wirklich 0 Grad haben, das Wasser in dem Tank. Ich muss mal gucken, ob es hier alles gut reinläuft. Aber ja, so ist gut. Damit das seine Richtigkeit hat. Kannst du mir nochmal die andere Tasse geben? Hier. Dann schenke ich mir hier nämlich schon mal so einen Flachmann ein. Wie nennt man das? Shotglas. Kurzen. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass alle diese Tassen Logos haben von Coffeeness? Ja, das ist mir aufgefallen. Vielleicht sollte ich mal in die Kamera drehen, damit andere Leute das auch sehen. Genau. Weil ich drehe das Logo immer so zu mir. Schick, ne? Ja, vielleicht sollte ich das hier auch nochmal gleich machen. Ja, und hier sieht man jetzt auch so ein bisschen, dass das auch kein super klares Getränk ist, dieser Cold Brew. Also im Vergleich zu so einem Handfilterkaffee ist der schon, sieht das so ein bisschen nach Teichwasser aus, hätte ich fast gesagt. Brackwasser. Ja. Ja, das sieht schon eigentlich fast aus wie ein klassischer Espresso, ne? Also, ja, hier habt ihr auch einen ganz klaren Unterschied. Und das, was wir vom Geschmack gesagt haben, das sieht man den beiden Getränken jetzt eigentlich auch schon an, dass das irgendwie ein bisschen fruchtiger ist und das irgendwie so ein bisschen. Ja, das sieht richtig schon ein bisschen dunkler aus, ein bisschen schokoladiger aus, ne? Und auch vom Geruch her merkt man das schon, obwohl es nicht heiß gebrüht wurde. Da habe ich ein bisschen verschluckt. Das war jetzt keine Absicht. Das hau dir aus den Latschen. Ja, schmeckt eigentlich wie ein kalter Espresso, schmeckt aber ganz gut. Ist jetzt von der Temperatur her ohne Eiswürfel mit geeistem Wasser, so wie so ein bisschen kaltes Wasser aus dem Wasserhahn, jetzt aber auch nicht eiskalt. Muss man probieren. Also was auf jeden Fall, ich finde von dieser Cremigkeit kommt noch ein bisschen mehr durch ohne Eis als mit Eis, also finde ich. So das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch in dem letzten Video gesagt. Also man schmeckt diese Sämigkeit ein bisschen besser und mit Eis ist es halt einfach noch ein bisschen erfrischender, klar, weil es halt kalt ist und ein bisschen Wasser dann mit Wasser vermischt wird. Finde ich aber beides spannend, muss ich sagen. Achtung, der ist jetzt nicht kalt, hat Raumtemperatur. Der hat Raumtemperatur. Ach, da also muss man eher sagen, wenn es heiß werden. Ja, aber also der Geruch ist auch. Ja, also ganz anders. Ich kann jetzt gerade das Wort, ich finde das Wort gerade nicht für danach, wonach er riecht, aber. Ich habe eine Idee. Wie wäre es mit Whisky? Ja, Whisky ist glaube ich, ein bisschen zu stark.
Ich hatte jetzt beim Trinken irgendwie sehr an so Whisky erinnert. Ja, also ich würde es jetzt mal mit einem Begriff benennen, es riecht nach Natur irgendwie. Also floral? So nach, ja. So wie eine gemähte Wiese? Ja, genau. Da, ja, so. Da kommt es auf jeden Fall schon eher hin. Ja. An gemähte Wiese habe ich nämlich auch ein bisschen denken müssen. Ja, also vom Geschmack her tatsächlich würde ich, glaube ich, sogar jetzt, wenn ich jetzt Zimmertemperatur wählen würde, halt eher zu einem Espresso greifen, denke ich. Weil ich finde den, mir schmeckt er halt, glaube ich, einfach ein bisschen besser. So vom Ding her. Ja. Und beim Geeisten finde ich beide super. Zimmertemperatur würde ich dann eher wahrscheinlich zu dem Espresso tendieren. Mhm. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich finde von allen am besten auf jeden Fall den normalen Cold Brew auf Eiswürfel. Mhm. Ich finde aber alle Getränke spannend und ich finde halt diese Funktion bei dem Vollautomaten halt irgendwie ganz witzig, weil man damit eigentlich wirklich einfach gut auch so Nachttisch. Das machen wir gleich nochmal. Ich versuche gerade abzunehmen und habe Eis im Kühlschrank. Das ist eigentlich auch der Worst Case. Ja, es ist also spannend, sind aber unterschiedliche Getränke. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so richtiger Cold Brew, sondern einfach ein kalt extrahierter Espresso. Das ist natürlich so ein ganz witziger Trick hier, den kaltes Wasser an Wassertank zu machen, beziehungsweise das mit Eiswürfeln zu eisen. Ist natürlich auch so, dass die anderen Getränke, wenn man dann heißes haben will, nicht mehr richtig heiß werden. Das muss man bedenken und es ist nicht wirklich für den Alltag praktikabel. Ja, und erwartet auch nicht, dass da jetzt wirklich eiskaltes Wasser rauskommt. Nee. Das wird nicht passieren. Also wir haben das jetzt so bestmöglich quasi eingestellt und es ist halt, wie Arne gesagt hat, eben wie kaltes Wasser aus dem Wasser. Und wir mussten auch das System erstmal abkühlen, weil wir hatten hier eine relativ hohe Raumtemperatur und die ersten waren wirklich noch ziemlich warm. Und dann wurden sie immer kälter, je mehr man damit zubereitet hat. Also es ist jetzt auch kein Trick, der dann sofort funktioniert. Aber das war eine interessante Spielerei. Das erste Mal, dass ich jemals in einen Kaffeevollautomaten Eiswürfel reingemacht habe. Stimmt, ja. Und Cold Brew ist ein super Getränk für den Sommer generell. Dazu brauchen wir auch keinen teuren Vollautomaten. Ihr könnt euch einfach hier so eine Cold Brew-Kanne holen. Den Artikel dazu von coffeeness.de verlinke ich euch hier drunter auch nochmal und packt den in die Infobox. Da könnt ihr ganz viel nochmal darüber lesen, wie ihr Cold Brew zubereiten könnt, welche unterschiedlichen Arten es gibt, was der Unterschied zwischen Cold Drip und Cold Brew ist. Und welche Kaffees sich gut dazu eignen. Und das Spannende ist, man kann das eigentlich auch in einem Einwegglas machen und dann mit dem Filter das ausfiltern. Also man braucht überhaupt kein Equipment. Und das ist ja immer ganz, ganz nett, wenn man möglichst wenig braucht. Eine Kaffeemühle wäre natürlich schon gut. Und guter Kaffee ist natürlich immer Voraussetzung. Denn wenn man keinen guten Kaffee benutzt, kriegt man auch keine guten Getränke. So ist es. Das ist im Vollautomaten genau wie bei Cold Brew Kaffee auch. Und ich glaube, den hier trinke ich jetzt nochmal aus. Da kriege ich wahrscheinlich ein bisschen Herzflattern gleich. Ich habe auf jeden Fall in diesem Video wieder was Neues gelernt, wieder viel gelernt, so was Getränke können mit unterschiedlichen Temperaturen, wie sich der Geschmack verändert. Also das war für mich auch mal wieder sehr spannend. Ja, und es ist wirklich so, dass es die gleichen Bohnen sind und man das Gefühl hat, man trinkt komplett unterschiedliche Getränke aus anderen Welten. Und das wird man einfach bei den gleichen Kaffeebohnen nicht erwarten. Und die haben unterschiedliche Stärken. Nicht jeder mag alles, das ist immer so. Ich mag ja diese Fruchtigkeit jetzt hier aus dem wirklich gerade gerne. Aber ich verstehe total, wenn man es eher so ein bisschen sahniger haben möchte. Und ja, ihr könnt euch gerne nochmal in ein Kommentarfeld schreiben, was so für Cold Brew-Erfahrungen ihr gemacht habt. Ob ihr auch mit dem Vollautomaten rumexperimentiert mit kalten Getränken. Man kann auch mit anderen Vollautomaten einfach die auf Eis beziehen und dann Eisen mit Eiswürfeln. Oder verbotene Sachen mit Speiseeis machen. Das würde mich mal interessieren, was ihr da so macht. Oder ja, Arne freut sich auch auf jeden Fall immer auf über Fotos über Instagram, wenn ihr da seid und mal eure Experimente mit uns, mit Arne teilt. Dann das wird auch immer lustig. Genau, wenn ihr klassischen Cold Brew macht, dann ist das auch spannend. Den Instagram-Kanal verlinke ich euch hier unter dem Video auch nochmal. Und ich hoffe, das war irgendwie für euch auch spannend. Der Sommer soll ja immer heißer werden. Das wird jetzt ja erst im August veröffentlicht, das Video. Also planmäßig. Mal gucken, wann es jetzt wirklich, ihr wisst das jetzt besser als wir, wann es erschienen ist. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Video. Ciao.